Mein Name ist Mareile Kurz. Ich habe mein drittes Buch geschrieben. Das ist der Roman Mausmakis Blaue Pumas über chemisches Heilfasten und die Angst, sich zu Tode zu feiern. Mausmakis sind so kleine Tierchen. Die sehen eigentlich aus wie Mäuse, wie größere Mäuse, und die haben, sehen immer so aus, als wären sie kurz vorm Heulen. Die haben so ganz, ganz riesengroße Pupillen, wie ein Druffi eben. Deswegen wird das gerne gesagt so, die Mausmaki-Augen, die Druffi-Augen, wenn man diese riesigen Pupillen hat. Ja, und blaue Pumas sind ganz einfach eine ganz besonders starke Ecstasy-Sorte. Also der Untertitel lautet über chemisches Heilfasten und die Angst, sich zu Tode zu feiern. Und chemisches Heilfasten spielt einerseits darauf an, eben auf diesen Zustand der völligen Appetit- und Hungerlosigkeit, den chemische Drogen ja hervorrufen, aber eben auch auf die spirituelle Suche, die sich in Wirklichkeit hinter dem Drogennehmen verbirgt. Es geht um die Hauptfigur Emma Fröhlich, die in einer Kommune oder einer Fünfer-WG lebt, zusammen mit ihren besten Freunden, mit drei Jungs und ihrer besten Freundin. Und ja, die grobe Rahmenhandlung ist eigentlich ein verlängertes Wochenende, in dem sie feiern gehen, und von Mittwochabend bis Sonntag. Und was in dieser Zeit passiert, es gibt auch noch einige Rückblicke, das ist das, worum es geht in dem Buch. Ich mag an ihr, dass sie die Welt sieht. Dass sie die Welt so sieht, wie sie ist, und die versteht. Also Mausmakis Blaue Pumas ist ein Sittengemälde über die heutige Techno- und Feierszene. Und ganz grob gesagt geht es da drin um Drogen und Bulimie und auch um viele andere Süchte und alles, was damit einhergeht. Also von Tanzflashs über Ekstasen aller Art bis hin auch natürlich zu Depressionen, Panikattacken, Schlaflosigkeit, Leere. Diesem Suchen und Sehen nach Erfüllung und Intensität und Leidenschaft. Und ja, also kurz gesagt geht es eigentlich um die Suche nach Gott oder dem eigenen Selbst. Also jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, glaube ich, hat dieses Sehen, und dadurch entsteht in ihnen diese Leere, und um die zu kompensieren, greifen eben viele zu Drogen oder entwickeln andere Süchte. Deswegen denke ich, Sucht ist immer gleich Suche, und darum geht es, um diese Suche. Ja, es ist ein Buch für die Suchenden, aber auch für die, die vielleicht die Suche einfach nur verstehen wollen. Also sowohl als auch. Aber ich glaube, es gibt das überhaupt nicht. Jeder Mensch ist ein Sucher. Also ich behaupte einfach mal, dass das Buch sehr, sehr viel Wahrheit enthält und dass ich, egal ob man jetzt irgendeine schlimme Sucht hat oder nicht, trotzdem in ganz vielen Dingen in dieser Figur und in dieser Welt, die da geschaffen wird, wiedererkennen kann, jeder Leser. Weil ich glaube, dass jeder Mensch dieses Sehnen hat nach Intensität und Erfüllung und auch, dass jeder Mensch auf der Suche ist. Und insofern kann sich jeder in diesem Buch wiederfinden, und ich glaube auch viel verstehen und viel erkennen.